Da kommst du nur mit einer, einer einzigen Buslinie kannst du hier lang fahren. Keine Geschäfte, nix. Nur pure Wohnblocks. Kinderhaus blau. Also hier möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. Da hinten ist der Pier 2. Wo viele Veranstaltungen stattfinden. Ich auch damals noch, wann war das? Anfang 90, Ende 80, Anfang 90. War Pier 2 mal gerade aufgemacht, da bin ich damals da zum Konzert von Ritchie Blackmore's Rainbow. Ein geiles Konzert. Da ist Ritchie sogar während der Pause hinten von der Bühne gefallen. Ich habe das noch gesehen. Ich sag zu meinem Bruder, ey, Ritchie ist da hinten gerade von der Bühne gefallen. Das wollte er nicht glauben. Und letzt habe ich die Aufnahmen wieder gefunden im Netz. Da hat irgendjemand im Konzert gefilmt. Das weiß ich auch noch, dass da jemand am Filmen war. Naja, und dann auch der Fahrt irgendwann nach einer Dreiviertelstunde. Ist da irgendjemand so, ey, Ritchie ist von der Bühne gefallen. Und dann hört man sogar noch im Hintergrund mich, meinen Bruder und auch seine Kumpels brabbeln und schnacken. Das war lustig. Als ich das dann auf einmal gehört habe, ich denke, das gibt's doch nicht. Kann man mal sehen. So lange her. Da hat jemand eine Kamera dabei gehabt, hat den ganzen Kram aufgenommen. Tja, und unser Gesabbel ist im Hintergrund sogar noch zu hören. Na, jetzt fahren wir einfach mal in die Überseestadt. Kann man sich ja mal angucken, was sie da gebaut haben. Also ich kann da so gar nichts mit anfangen. Da drüben ist der Friedhof hinter der Mauer. Ich letztes Jahr hin schon zwei meiner Kumpels beerdigen müssen. Der eine, mit dem ich da in dem Übungsraum jahrelang Musik gemacht habe, der liebe Otto. Und der andere, der mich vor zwei, drei Jahren zum Daten gebracht hat, der liebe Sven. Tja, und da kommen wir gleich zur Rolandmühle. Die ist in den 80ern mal in die Luft geflogen. Da hat es eine Mehlexplosion gegeben. Da sind hier überall die... Ja, nun fahr, Mensch! Sind hier in Walle überall die Fenster rausgeflogen durch die Druckwelle. Und hier stehen abends die Freudenmädchen. Hier kann man sich abends ein paar Frauen mieten. Bieten sich hier an. So ab 7 Uhr bis nachts um 11, 12 stehen die hier. Mit blinkenden Taschen und Hosen und allem drum und dran. Bin ich auch mal durchgefahren. Sieht lustig aus. Ist hier schon seit den 70ern, 60ern. Und damals hier in Walle war das sozusagen das Freudenviertel. Das ist die Geschichte hier aus Walle damals. Hier der Hafen und die Jungs, wenn die aus von See kamen, die mussten ja irgendwo ihren Druck ablassen. Da sind heute noch Reste von über.
Ja, und das ist hier die neue Überseestadt. Da hinten sind noch die alten Speicher. Ein paar alte Gebäude gibt es ja noch. Alles neue Blocks, wo die Leute wohnen. Und nicht ein einziges Geschäft hier. Nicht eins. Ja, Firmen, Verwaltungsgebäude. Und da hinten zur Weser hin können wir ja nachher auf dem Rückweg mal langfahren. Da alles Wohngebäude, wo Leute wohnen. Ist unglaublich. Hier haben sie mal eine Pizzeria, Dönerladen, Brötchen. Aber sonst ist hier irgendwie nichts groß. Hier auch alles Wohnblocks. Hier kommst du nur mit einer einzigen Buslinie kannst du hier langfahren. Keine Geschäfte, nix. Nur pure Wohnblocks. Kinderhaus blau. Also hier möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. Vor allen Dingen abends. Bin hier letztens mit einer Freundin lang gefahren. In der Nacht. Naja. Die berichtete mir dann auch von einem guten Bäcker da vorne an der Ecke. Da soll man im Sommer sehr gut Kaffee trinken und Kuchen essen können. Haben auch lecker Torte. Und hier ist der Strand. Hier kann man wohl auch im Sommer dann sozusagen an den Strand gehen. Auch alles extra angelegt. Ich weiß nicht, ob man dann auch an der Weser oder an dem Dings da baden kann. Und da hinten ist irgend so ein Leuchtturm. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie der heißt. Hat sie mir noch gesagt, was, du kennst den Leuchtturm nicht? In deinem eigenen Stadtteil. Ja, und da drüben ist der Pier 2, wo ich eben sagte, wo die Veranstaltungen stattfinden. Bin jetzt praktisch von da hinten so einmal rumgefahren. Um das Hafenbecken. Und dann ist eben hier so eine Landzunge, wo am Landzungenende dieser kleine Leuchtturm steht. Ja, die machen eine Kohle- und Pinkelfahrt und saufen sich gerade die Hocke dicht. Hier soll man wohl im Winter auch im Sommer gut draus sitzen können. Naja, das ist irgendwie nicht meins. Jetzt fahren wir mal an die Weser, können wir da unten mal eben gucken. Ja, da ist tatsächlich ein Weserstrand. Und hier teure Wohnungen. Teure Wohnungen. Ja, und der liefert Essen aus von der Rewe. Naja, muss man wissen, wenn man sowas schön findet. Also ich würde hier echt nicht. Die Freundin, die hat sich gerade hier eine Wohnung angeguckt. Und war ganz angetan, weil sie sagt, das ist eine riesengroße Wohnung, ganz toll. Pizzeria und Eiscafé war. Ach, das war, was ich von der anderen Seite gesehen habe. Die machen bestimmt auch gut Umsatz. Vor allen Dingen im Sommer. Dann können wir mal hier zurückfahren. Haben sie hier so einen Grünstreifen hingebaut. Ein bisschen Basketball spielen kann und Spielplatz, Fußballplatz,
Na, die Kids, die hier wohnen, müssen ja auch irgendwo hin. Na gut, Skateboard fahren. Da sind noch ein paar ältere Gebäude, die noch den Charme von früher haben. Auch noch eine alte Wand. Ja, auch noch alte Speicherhäuser. Auch alles neu gebaut hier. Wenigstens ein paar Speicher haben sie hier noch stehen lassen von früher. Da rechts zum Beispiel, das ist jetzt Schuppen 1, da sind alte Autos drin und so. Schön nostalgische Autos bewundern in der Halle, kannst du durchgehen. Und gleich unten als erstes ist das Aldar, syrisches Restaurant. War ich auch schon mal essen, gar nicht schlecht. Ja, und hier in den alten Schuppen sind natürlich Firmen drin, Fitnessstudio. Weindepot, auf der anderen Seite auch noch die alten Speicher. Alles so ein bisschen gemixt. Dann kann man das hier vielleicht besser verkaufen. Also für die Leute, ne? Ja, ich bin ja eher für so, für das schöne Alte. Ich mag lieber die alten Sachen. Kann man ja auch mit dem neuen verbinden. Aber teilweise ist mir der Schnitt zwischen neu und alt, das mag ich nicht. Da hast du die schönen alten Gebäude und daneben stehen Glaskästen, die überhaupt nicht dahin passen. Hätte man anders designen können, sodass ein bisschen besser zusammenpasst das alles. Aber es muss ja heute dann alles ganz, ganz modern sein. Man will das Alte nicht mehr. Wenn schon so alte Gebäude an irgendwie die 30er, 40er Jahre erinnern, dann ist das ja alles Nazi. Das wollen wir nicht mehr. Das muss weg. So, damit kommen wir schon wieder raus aus dem Hafen. Ja, das war sozusagen eine kleine Rundreise und Führung durch den alten Hafen hier in Bremen, von dem leider nicht mehr viel übergeblieben ist.